Wir haben immerhin noch die Krieger der Feuerlilie im Donnerfeld. Wenn man sie dazu holen könnte, der alte Boronhanger ist nicht fern. Vielleicht wäre das eine günstige Gelegenheit, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, die Nekromanten zu vertreiben und uns ein wenig die Karakilim vom Leib zu halten. Angriffe aus der Luft sind natürlich besonders schlagkräftig. Das mussten wir auch schon einmal feststellen, nickte Okurian. Aber so Preyos will, werden wir das Donnerfeld wieder eingliedern und die Krieger der Feuerlilie uns untertan machen. Ebenso wie ihr sagtet, dass ich dort meinen Burgschulzen treffen kann? Richtig. Sehr gut. Hatten wir von dort aus dann über das Tor im Westen. Lassen uns dort ein und verschwinden dann über das Tor im Osten. Dann umgehen Passt wir auf die den Scharfschützen auf dem Marktplatz. Markt. Ja, alles voll mit Scharfschützen. Passt auf die Sprengfallen am Boden auf. Ja, wir werden euch gerne erklären, wie diese aufgebaut sind. Es handelt sich oft um Stolperfallen und Drähte. Deswegen ist es unklug, mit den Pferden direkt da durchzureiten. Oder ihr schickt vorher ein paar Männer, die sich besonders gut in der Mechanik solcher Sachen verstehen und die Fallen einfach unwirksam machen können. Es würde noch einfacher gehen, wenn ihr große Turmschilde, schwere Turmschilde nehmt, und lange Stangen, mit denen ihr diese Drähte auslöst. Sie explodieren dann und fügen nur der Umgebung etwas Schaden zu, aber nicht euch. Und es macht viel. Möglicherweise haben auch die Milizen Erfahrungen damit. Und es macht viel Lärm und würde zusätzlich Aufmerksamkeit darauf lenken und weg von unserem Eindringen in den Palastberg. Ich habe tatsächlich einige Pioniere bei mir in der Burg gehabt. Die werde ich einmal fragen. Vielleicht können sie Turmschilde herstellen und gemeinsam dann mit denen anlaufen und den Weg freimachen. Wir nehmen die Kavalleristen hinterher und werden dann keinen Sturmangriff führen, sondern einfach nur den Entsatz schützen. In dem entweihten Tempel laufen Dämonen rum. Ich wollte es euch nur vorher mal gesagt haben. Ich denke, ihr rechnet damit, aber. Passt Oh noch ja, auf. wenn ihr ein kindartiges Geschöpf sehen solltet mit einem zerlaufenen Gesicht und seltsamen Augen und spitzen Zähnen, bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Dämonen. Leider sind Geweihter und Magier dieser Tage sehr rar gesät. Selbst in Punin gibt es wenige. Ich hätte mich sehr über ein paar Golgariten von dort gefreut. Macht schon Eindruck, wenn sie mit einem gewaltigen letzten Wort Boron in die Schlacht rollen und dann mit ihren Sensen alles aufräumen. Die Männer und Frauen des Puninaritus sind gar mächtige Waffen des Boron. Das ist richtig. Sie wurden gegründet, um gegen euch zu kämpfen. Das macht sie ja nicht zu weniger mächtigeren Männern und Frauen, oder nicht wahr? Ich bin ganz froh, dass diese unnützen Krieger eingestellt worden sind. Preyos, es ist gleich, ob Boron in Al-Anfa angebetet wird oder in Punin und ob man dafür Geld nimmt oder wie genau die anderen Unterschiede sind, aber wegen solcher Kleinigkeiten sollte man sich niemals streiten. Blick du Kurian dir zu. Sind ja noch so viele Dämonenanbeter zu töten. Aber ich will, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, sollten wir uns auf jeden Fall ausruhen. Eure Männer sind vermutlich die ganze Nacht durchgeritten und wenn ich mir die angeschaut habe, glaubt nicht, dass die gerade bereit sind, sich mit Dämonen anzulegen. Es Wenn ihr klopft mir. gerade sehr hastig an der Tür und bevor es ein Herein oder so etwas von irgendjemand gibt, könnt ihr sehen, wie ein Gänseritteroffizier herein spaziert, sich kurz einmal verbeugt vor allen Anwesenden nacheinander und dann sehr abgehetzt anfängt zu berichten. Verzeiht, hohes Paar, Fürstin, Herr Okurion, die Stadt ist befreit. Was? Also nicht befreit, aber die Karakiller erheben sich vom Palastberg und sie fliehen. Auch die verschiedenen Reiter, die sie noch dabei haben, alles, was sie irgendwie gesammelt haben, die weißen Hetzer, sie fliehen nach Norden. Okay, was kommt aus dem Süden? Aus dem Süden kommt nichts, hohe Dame. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie einfach nur der Entsatz aus Punin jetzt gestört oder sie verstreuen sich.
Wir sollten sofort in den Palast. Ich denke auch, Das ist kein gutes Zeichen, wenn selbst Dämonen fliehen. Wenn sie überhaupt fliehen und nicht auf irgendein Ziel angesetzt wurden. Also gut, dann nehmen wir die Gänseritter und während ich mit meinen Pionieren kurz spreche und die dann einen Durchbruch von hier aus nach Katzloch und Donnerfeld vorbereiten, werden wir gleichzeitig mit den Gänserittern zum Palastberg fortschreiten. Ein schneller Angriff von zwei Seiten. Vielleicht können wir ja noch irgendetwas aufhalten, was auch immer sie da tun. Ich will nichts sagen, aber wir sprechen hier über den Dämon des Verrats. Seid ihr sicher, dass das keine Falle ist? Wir lassen uns kein zweites Mal zum Narren halten. Fliegende Dämonen und weiße Hetze sind sehr viel schneller als wir. Wenn wir da in Schlachten verwickelt sind, brechen die Karakilim wieder in uns hinein und bis die weißen Hetzer wieder da sind, so schnell können wir gar nicht gucken. Wir lassen uns kein zweites Mal zum Narren halten, so Prios will. So Prios will. Schwester, ich spreche mit meinem Pionieren, ich bin gleich wieder dort. Damit wird Okurian sich erheben und lässt euch zurück mit dem hohen Paar und mit der Fürstin. Den Mut eures Bruders möchte ich ja nicht anzweifeln, ein sehr mutiger Mann. Ihr solltet trotzdem erstmal vorsichtig bleiben, die Karakilim sind sehr schnell. Mein Bruder mag tatsächlich etwas vorschnell agieren. Ich dagegen ziehe es vor, langsamer zu sein und mir ist eine wohlgemeinte Intrige lieber als offene Schlachten, aber ich denke, dass der Weg durch den Fluchttunnel gen Palastberg ausreichen sollte. Wenn sie ihn bisher nicht gefunden haben, dann wird es eventuell ein Stoß mit dem Speer sein gegen den Kopf, sodass wir den Rest des Körpers nicht abtrennen müssen. Vielleicht ist der Verräter aus Andergast ja selbst noch dort und nicht geflohen. Damit würden wir diesen Krieg vielleicht schneller wenden. Das ist eine gute Idee. Das ist richtig, ihr sollt nur auf seine Truppen achten, weil ja, sie sind so ziemlich die einzigen, die wir haben. Und ich weiß nicht, ob sie mit geweihten Waffen bei sich tragen, aber ich gehe mal nicht davon aus. Diese Dämonen sind harte Viecher. Wo wir gerade hier sind. Heiliger Mutter, heiliger Vater. Vielleicht ist eine etwas unorthodoxe Bitte, aber ich glaube, die Weihen auf den Waffen meiner Freunde sind nicht mehr ganz so aktuell. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, sie zu erneuern, oder? Ihr wollt von uns eine Weihe auf euren Waffen haben? Ja, ich nicht. Das wäre bei den Travia-Gläubigen doch etwas sehr, eigentlich, ich korrigiert mich, aber wollt ihr nicht eigentlich nur die Waffen der Gänseritter? Das war keine Abrede, aber wir sind selbstverständlich bereit, euch für den Kampf, für die Heimat, diese Waffen zu segnen. Hab Dank. Ihr solltet allerdings wissen, dass dieser Segen, diese Weihe nur noch kurze Zeit andauern wird. Spätestens in den nächsten 9 Tagen wird diese verfliegen. Aber sollten wir Romulus bis dahin wieder zurückerobert haben, dann haben wir wieder ganz andere Sorgen. Und Waffen sind dann nicht zu gebrauchen. Damit steht die Hohe Mutter steht damit auf, hat selber nicht viel gesagt, also eigentlich gar nichts, aber trotzdem fungieren die beiden wie eine Einheit und sammelt dann nach und nach eure Waffen ein, die sie dann, wenn ihr sie aushändigt, mit nach draußen nimmt, in Richtung des Altars. Ja, danke auf jeden euch. Fall. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, damit seid ihr noch mit der Fürstin Irmegunde und dem Hohen Vater alleine. Wir sollten auf keinen Fall eure Sicherheit vernachlässigen, auch wenn wir glauben, dass sie fliehen. Euch jetzt zu verlieren, wäre ein tiefer Schlag, den ich dem Dämonen des Verräters durchaus zutrauen würde. Wir sollten einige Mann für euch abstellen. Keine Sorge, ich habe viel Erfahrung am Kampf und bin vielleicht nicht die Fürstin, die ihr aus Alanfa kennt. Ich habe bereits im Orkensturm den Beweis meiner Fähigkeiten in den Ring gestellt. Ich sprach euch nicht die kämpferischen Fähigkeiten ab, ich sprach eher mit dem Heiligen Vater und
Die hohe Mutter und der hohe Vater sollten sich darum kümmern. Ihr seht gar kampfkräftig aus, wenn ich das so ausdrücken darf. Doch den beiden traue ich doch eher die Künste Travias zu. Vor allem, wenn wir die Gänseritter mitnehmen in eine Schlacht, sollten wir hier irgendwas stationieren, das sich um sie kümmert. Ich habe nicht vor, gemeinsam mit meiner Ehegattin diesen Tempel zu verlassen. Viel eher wollen wir denjenigen, die nun eingereist sind, etwas zu essen kochen und ihnen ebenso eine Heimat bereiten, auf dass sie, wenn die Kämpfe gefochten sind, sich hier regenerieren und erholen können. Travia lächelt mit Sicherheit auf euch hinab. Sind gute Pläne. Wir haben ja eine Karte der Stadt. Vielleicht könntet ihr so freundlich sein und uns einzeichnen, wo diese Tunneleingänge sind. Ich werde gemeinsam mit euch den Tunnel begehen. Folgt mir dann einfach. Urien wird uns sicherlich begleiten. Sehr wohl. Wann wollt ihr denn diesen Angriff vollführen? Jetzt direkt? Ja. Oder wollt ihr den feigen Verrätern wenigstens ein bisschen Zeit geben, um, sagen wir mal, Strecke zu gewinnen? Und das, wenn das, was der Offizier der Gänseritter sagte und sie jetzt sich erheben mit ihren finsteren Dämonen zu Luft oder auch zu Land, dann werden wir den Angriff jetzt führen. Vielleicht können wir Asmodeus ja trotzdem noch den Kopf abschlagen. Ja gut, dann sollten wir keine weitere Zeit verlieren. Richtig, ich muss mir noch etwas zu essen suchen und vielleicht sollten wir noch einen Tee trinken und dann geht es los. Und vielleicht eine etwas angemessene Kleidung für Rafim. Oh, Tatsache, ihr habt ja noch immer keine Hose. Seht ihr, das fällt gar nicht auf, das liegt an den trainierten Beinen. Ich sag es immer wieder, die Beine muss man auch trainieren. Naja, ich meine, die sind so behaart, das sieht also an den Schenkeln aus wie eine Hose, aber... Ja, das ist ganz üblich in Al-Anfa. Aha. Ja, damit erheben sich auch jetzt die letzten beiden, die Fürstin und der Hohe Vater. Der Hohe Vater legt Isarun noch eine Hand auf die Schulter, aber es wird nicht im Gehen verpflegt. Ihr müsst euch dabei hinsetzen. Natürlich, wenn ihr nach draußen, wenn ihr draußen kommt, könnt ihr sehen, wie die Hohe Mutter bereits eure Waffen allesamt auf dem Altar abgelegt hat und dort mit dem Segen dabei ist. Ihr könnt dann nach draußen treten. Isarun wird natürlich dann auch noch eine Schüssel mit dampfendem Essen gegeben und auch Rafim kann eine zweite Portion mit viel Fleisch bekommen und bekommt dann ebenso wohl auch noch aus einer Rüstkammer dann so etwas wie eine Rüstung, so etwas wie eine Hose. Eine Hose. Dann könnt ihr sehen, wie weitere Infanteristen, wohl dann die Pioniere, kurz mit Ukurien geredet haben und dann ebenso dann den Entsatzplan. Die Golgeriten Marboria, die euch dann wohl zunickt, die Ukurien dann zunickt und dann diesen Trupp der Kavalleristen dann auch anführt mit den eitlen Almadanern aus Punin. Sodass die dann kurz vor euch aufbrechen. Wenn ihr dann selbst gerüstet und gewappnet seid, könnt ihr kurz in Richtung des nördlichen Viertels gehen, wo ihr dann beim Armenspital einmal in eine der Keller gehen könnt, dort dann eine große, schwere Tür geöffnet wird und dann in einem etwas größeren Kellergewölbe in Richtung Palastberg gehen könnt. Mit euch ungefähr 20 Gänseritter, die euch begleiten, hinter euch, sehr still, schweigsam. Und dann vordringen könnt in Richtung des Palastberges. Während ich beim Essen sitze, möchte ich nochmal gern ein bisschen Pfeilblütentee trinken. Aha, okay, das kannst du tun. 3 Stunden. Ich weiß nicht, wer noch was braucht oder so, aber... Ja, ich habe 9 Lebenspunkte. Ich würde mir solltest du? Ich sollte auch was trinken davon. Ja, ich muss auch mal. Ich trinke auch meinen Heiltrank, meinen letzten. Ich bin eigentlich unverletzt. Was ein Wunder, Abelmir. Ja, ich weiß, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann nicht. Immer, Abelmir, immer. Wie viel Uhr ist denn jetzt ungefähr? Du guckst nach oben, du würdest sagen 16 Uhr, so ganz grob in dem Dreh. Also Sonnenhöchststand ist schon auf alle Fälle durch. Wenn du nochmal nach oben in den Himmel guckst, kannst du auch sehen, wie da noch einige kleine Schatten in Richtung Norden abdrehen oder nach Nordosten ganz grob. Also auch über die Flussseite werden die sich tragen.
Alles klar. Also dann. Nachdem ihr 300 Meter durch die Gänge und Katakomben gegangen seid, immer einem Pfad folgend, mit auch vielen weiteren Abzweigungen, aus denen auch Luft strömt, also definitiv Dinge, wo man sich auch verirren könnte, wenn man jetzt nicht die Fürstin an seiner Seite hätte oder eben auch Okurian, die sich dann hier auskennen, könnt ihr dann den Palastberg erreichen, wieder in einem Keller rauskommen, wo weitere Abzweigungen davon zeugen, dass man sich hier verirren könnte. An den Gefangenen vorbei, ihr könnt hier sehen, dass wohl einige Leute dann auch verhungert sind, die dann ledrig mit sehr faltiger Haut dann hier sitzen, verhungert sind, wohl auch etwas gefoltert worden sind, Streckbänke, die ihr hier erkennen könnt. Also dieser Palastberg wurde wohl so ein bisschen abgewandelt, modifiziert, mit Runen von Leugramot geschändet, einige Geier, die ihr dann erkennen könnt, die dann auf mit Blut gezeichnet sind oder mit anderen Exkrementen sogar, mit Eiter. Also es stinkt hier echt widerlich und seid froh, dass ihr nicht auf diejenigen gehört habt, die dann für die Aufgabe waren. Also sicherlich würdet ihr dann hier von Torxes verhört werden, was auch immer er mit euch vorhatte. Der Palastberg an sich ist verlassen, vollkommen. Er ist geplündert, zerstört, aber verlassen. Und auch in dem kleinen Thronsaal, wo dann die Fürstin sitzen würde, könntet ihr zwar noch sehen, wie auf dem großen Wappen mit der Gans und dem Zeichen von Romulus, auch das wurde wieder geschändet, aber auch hier sitzt kein Asmodeus von Andergast. Allerdings sieht ihr ein großes Heptagramm auf dem Boden mit Beschwörungssigillen, Runen und dem Zayat-Glyphen, die dann mehrere Dämonen herbeibeschworen haben, steht nach Schwefel. Die Stadt ist gesäubert. Gute Fürstin, ich würde euch empfehlen, euch nicht eurem Thron zu nähern, bis ihr nicht einen Geweihten darauf einen habt Blick werfen lassen. Und am besten auch einen Magier. Ich würde es Asmodeus zutrauen, euch eine volle stellen zu wollen. Und wer weiß, was sein dämonischer Herrscher ihm da für Mittel zur Verfügung stellt. Es ist sehr nett, dass ihr an mich denkt, aber ich bin doch clever genug, um mich nicht direkt auf den Thron fallen zu lassen. Dieser Sieg war nicht so teuer erkauft, wie erwartet, und ich glaube nicht, dass dies schon alles gewesen ist. Es werden sicherlich noch viele weitere Opfer zu beklagen sein. Ich wollte nur nicht, dass ihr auf einmal sterbt. Kamen wir aus dem Keller, oder? Ihr seid aus dem Keller gekommen, genau, aus dem Keller des Palastbergs. Und wir sind niemandem, also niemand Lebendem begegnet. Keine einzigen Person. Irgendwie. Nur den verschmierten Zeichen. Irgendwie lief das einfacher als erwartet. Ja, zu einfach. Also die werden ja nicht ohne Grund irgendwie hier alles verlassen haben. Wir werden Speer ausschicken, die erkunden, wohin sie geflohen sind. Und ich will wissen, was hier passiert ist, während ich weg war und was passierte, als wir gekommen sind. Das war noch nicht alles. Der Schulze könnte eventuell etwas zum Hergang beitragen. Mein Schulze? Ja, wenn er die ganze Zeit in der Stadt war. Ihr sagt, er ist am Donnerfeld versagt, oder? Richtig. Wir werden mit ihm sprechen. Doch mit dem, was sagtet ihr? Bürgermeister? Der selbsternannte Bürgermeister, ein Baron von Opstein-Tiefwald. Die Fürstin schüttelt so ein bisschen leicht mit dem Kopf. Der Baron von Opstein-Tiefwald. Sehr intriganter Mann. Er scheint sehr viel zu reden und wollte die Nordlandbank. Was tut er denn in Romulus? Warum ist er nicht in seiner Baronie? Nun, laut seinen Plänen möchte er die Nordlandbank überfallen, also natürlich übernehmen, und damit sehr viele Söldner anheuern. Ja. Ein äußerst lächerliches Unterfangen, dazu noch wenig göttergefällig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch Söldner gibt, die man anheuern könnte. Die Berichte, die wir aus dem Norden gehört haben, waren schlecht. Das haben wir ihm auch versucht zu sagen, aber er wollte ja nicht hören. Er meinte nur, lass das meine Sorge sein. Er ist so geschwätzig wie uneinsichtig. Bin mir sicher, er wird auf seine Fürstin hören. Er hat ja auch keine Wahl.
Ja, dann werde ich mir Reden Hartwig Opstein auch einmal einbestellen und mal mit ihm über sein Amt des Stadtvogtes sprechen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Nein, nein. Wir sollten uns jetzt den Palast trotzdem ganz genau angucken, ob eventuell wichtige Sachen fehlen, die uns einen Rückschluss darauf ziehen lassen, was Asmodeus denn jetzt genau hier gemacht hat und warum er vielleicht jetzt gerade gegangen ist. Vielleicht hat er einfach Ja, ich denke. gefunden, was er gesucht hat. Das ist natürlich möglich. Das wäre natürlich sehr schlecht. Wir werden sehen, ob wir irgendwelche Aufzeichnungen finden. Genau. Kurian stellt sich jetzt gerade mit einer Fußspritze entfernt zu diesem Heptagramm. So Prios will, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn einer von euch dreien dieses hier entfernt. Ja, ich habe keine Seife dabei. Kann man das einfach verwischen oder? Wir sollten es vorher genau untersuchen, bevor ihr etwas daran verändert. Dann jetzt. Ich muss gestehen, meine Sternenkraft ist erschöpft. Nun, ihr könnt aber zumindest die darum gekritzelten Zeichen und Runen analysieren. Das könnte ich tun, in der Tat. Nun, lasst einmal schauen. Würfel mal Magiekunde. Ich würde derzeit einen Odem vorbereiten, um zu schauen, ob da ja noch irgendwelche Magie aktiv ist. Ich lasse mir dabei Zeit. Ich würde in der Zwischenzeit mal gucken, ob hier irgendwelche speziellen Donaria verbrannt worden sind oder eingesetzt worden sind, die Rückschlüsse auf irgendwas zulassen. Wäre wahrscheinlich auch eine Magiekundeprobe, oder? Also, die Magiekundeprobe war ja schon ziemlich heftig und ihr Odem auch. Es wurde vor kurzem ein Dämon beschworen, mehr gehörend. Und die Donaria, die man ergeben könnte, sind natürlich mannigfaltig. Abgetragene Schuhe und Stiefel, Rennkuckuckfedern und Pardafelle. Ansonsten seht ihr geschändete Herzsteine und abgeschnittene Zungen von Verrätern. Abgetrennte Gänseköpfe, die dann nicht unbedingt allesamt in diesem Heptagramm liegen, aber die ihr dann bei euren Recherchen nach und nach eben auch in anderen Räumen findet. Wissen wir, welcher Dämon oder welche Dämonen beschworen wurden? Mehr gehörende Charakile. Also, das war wohl der Herr der Charakile. Du kennst seinen Namen nicht, also weder den wahren Namen noch wie man ihn dann am Ende schimpft, wie beispielsweise beim Beel Heshtod, den du ja schon in Garad kennengelernt hast. Aber irgendwas Finsteres und ihr könnt auch noch die Spuren oder auch die Schriftzüge von Asmodeus von Andergast dann nachweisen. Also Abelmir, du hast ihn ja in Gol'Gomak schon kennengelernt. Doch Iseron kann das wohl mit ihren profunden Kenntnissen der Andergastischen Akademie dann nachweisen. Nun, wie es aussieht, wurden hier höhere Bewegungsdämonen beschworen. Wohl zur Flucht. Ja, zur Flucht oder zur Weiterreise. Vielleicht haben sie hier tatsächlich gefunden, was sie suchten. Die Menge der Donaria lässt auf einen sehr, sehr mächtigen Dämon schließen. Ja, auf jeden Fall mehr gehörnt. Das sehe ich noch an der zurückbleibenden Magierreststrahlung. Allerdings aktiv ist dieses Heptagramm nicht mehr. Wir könnten es also meines Erachtens nach einfach vernichten. Ja, damit wird Ukurian dann auch seinen Stiefel nach vorne bewegen und dann anfangen, die erste Spur dann auf alle Fälle zu verwischen. Es passiert nichts. Ja, ich möchte mich gerne mal ein bisschen umschauen, ob ich hier vielleicht noch Aufzeichnungen oder so etwas finde. Genau. Ich Ich muss mich auch. würde mich umgucken, ob ich eventuell
Sachen finde, die bei der eiligen Flucht zurückgelassen worden sind. Also nicht Aufzeichnungen, sondern auch Habe von den hier Anwesenden etc. pp. Also, keine Ahnung. Ja, persönliche Habe wirst du definitiv finden in den einzelnen Truhen, dann von höheren Offizieren der Ehrhaltengardisten. Du kannst auch ja sowas wie Porträts finden. Iserun entdeckt dann auch eine Karte, die sie dann mit ihrem Magiestab öffnen kann, denn sie wird sie so ein bisschen zucken. Du kannst sehen, wie die Kater selbst sowas wie Augen und Zähne besitzt, mit der sie auch versucht, nach dir zu greifen. Die Augen auf der Karte bewegen sich auch schlitzartig geformt. Es erinnert dich so ein bisschen auch an eine Erwähnung, die dann dir zugänglich gemacht worden ist in den Archiven der Schwert- und Stabakademie, denn der Yel Arisel, diese bewegte Karte, wurde wohl auch schon beobachtet bei der dritten Dämonenschlacht im Raya 1021, also vor genau 6 Jahren. Ja, ich steche der Karte mal in eins seiner Augen und versuche sie trotzdem zu lesen. Ja, also du siehst, dass die Karte, oder das ist auch das Ziel dieser Karte, dass sie Lügen verbreitet, dass sie Verrat versucht zu sehen. Du siehst, dass sie wohl aber auch anzeigt, wohin Asmodeus von Andergast jetzt flieht. Und das ist? Es ist wohl ein Teil, der im Norden liegt. Wie gesagt, sie wollten wohl über den Fluss übersetzen. Du musst mal das ein oder andere Mal in das Auge dieser Karte stechen, damit du da diese Bewegung abbrechen kannst. Aber es ist wohl Ettenhofen. Recht nördlich von Neuborn. Ettenhofen. Irgendwo am Ochsenwasser gelegen. Mitten in den Trollzacken. Das sagt dir zumindest die Karte. Und auf der Karte ist dann quasi so ein Punkt eingezeichnet, wo Asmodeus dabei steht? Oder genau, ein Punkt, der sich bewegt. Ah, wie cool. Du siehst, die Karte fließt auch, also wenn du dir das Wasser vom Ochsenwasser ansiehst, du siehst tatsächlich diesen Wasserfall, wie der Wasserfall runterfließt und du fasst auch kurz, na gut, anfassen vielleicht nicht ganz, aber du siehst, wie dein Stab auch am unteren Ende vielleicht so ein bisschen feucht ist. Und ja, du siehst eben, wie dieser Punkt beschriftet ist und Asmodeus wohl nach Dettenhofen fliegt. Das ist zumindest der Vektor, der jetzt hier gerade für dich Sinn macht. Ansonsten Trollzacken, da liegt nichts weiter. Wenn er jetzt durch die Trollzacken fliegen würde, dann vielleicht nach Warung, aber du siehst die Bohlenburg, Auweiler, Sankta Boronia, Travingsport, die ganzen anderen Städte oder auch Dörfer, die du besucht hattest. Du kannst weit über dir noch 2 Mühlen erkennen, aber allesamt sind irgendwie schwarz verfärbt und du willst gar nicht genau weiter hingucken, denn du weißt, dass diese Karte lügt. Du siehst einen weiteren Punkt, der wohl eingezeichnet ist. Es geht dabei wohl um andere Paktierer, die dort ebenso verraten werden mit Aufenthaltsort. Abelmir, Iserun. Ihr könnt alle mal so herbeitreten, Boltax, Rafim, Jalan ist auch aktuell sehr still, aber wird dann wohl ebenso herbeitreten. Ihr könnt dann wohl erkennen, wie andere Paktierer dort offenbart werden.